einfach so eine Liebe, die ich nicht beschreiben kann. Wo du gespürt hast, es gibt eben doch noch mehr. Es ist nicht das Materielle. Ich möchte dich auch so erleben. Zeig dich mir. So wie das Anna auch gesagt hat. Zeig dich mir. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Sendung bei Wunder heute TV. Und ich kann Ihnen sagen, ich freue mich wirklich riesig, weil hier geht es um ein echtes Wunder. Was mein Gast Fabian Vaterlaus erlebt hat, das ist gewaltig. Sie wurde von MS, Multiple Sklerose, geheilt. Aber noch mehr. Vielleicht denken Sie jetzt, was? Noch mehr? Bleiben Sie dran, Sie werden es hören und sehen. Aber jetzt zuerst einmal herzlich willkommen, Fabian, zu diesem Gespräch. Fabian, du hast dich trotzdem entschieden, das Interview zu machen. Du hast dich erkältet. Darum auch dann deine Stimme, man hört es. Genau. Aber wir haben gesagt, wir lassen uns das nicht rauben, dieses Interview. Das ist so stark. Also nochmal herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich bei euch zu Hause sein darf. Herzlich willkommen. 2019 hat es eigentlich angefangen bei dir, dass du gemerkt hast, etwas stimmt nicht bei dir, gesundheitlich. Wie hat es begonnen? Es war so, am Geburtstag meines Mannes, am 25. Januar, begann es, dass ich einfach am Morgen aufgestanden bin und ich gedacht habe, ich habe viel zu viel Alkohol in mir. Einfach, ich war wirklich wie besoffen. Ich ging zum Hausarzt und er hat gesagt, ja, du musst mehr schlafen. Der kennt mich ja, ich arbeite viel und gerne. Und ich ging nach Hause, doch es wurde noch viel schlimmer. Mein Mann sagte mir, du Lasse, wir müssen unbedingt zum Arzt. Und plötzlich ging alles ganz schnell. Der Hausarzt sah mir in die Augen und er hat gesagt, Fabian, du musst sofort ins Krankenhaus. Geht nicht mehr nach Hause, geht Insel Bern direkt. Wir gingen und als ich da ankam, ich meinen Namen sagte, da ging alles blitzschnell. Ich musste nicht lange warten, die ich sofort ins MRI und wie sagt man, das Likör im Rücken, Knochenmark, Punktion wahrscheinlich. Punktion, ja. Musste ich durchführen und dann ging das ewige Warten los. Sicher 2 Stunden musste ich warten. Und dann kam mein Arzt, setzte mich neben mich und sagte, ja, Frau Vaterlaus, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Sie Multiple Sklerose haben im vorgeschrittenen Stadium. Sie werden für lange Zeit nicht mehr nach Hause gehen. Was hat das gemacht? So eine Diagnose ist ja... Was hat das bei dir jetzt ausgelöst, als du das gehört hast? Ich war sprachlos. Zuerst dachte ich, ich bin im falschen Film. Und doch war es wie eine Welt zusammen, in 1000 Stücke. Kaputt. Ja, ich arbeite viel, oder ja, ich und gerne, ich bin im Leben mit beiden Beinen. Ja, man muss vielleicht noch sagen, du bist leidenschaftliche Landwirtin und auch Hausfrau von daher. Und also wirklich sehr, sehr aktiv. Ja, also kann ich mir vorstellen, wenn, wenn man auf einmal merkt, und von jetzt, 100 auf 0. Genau, von 100 auf 0, dass das was macht. Wie war das für deinen Mann, als er das gehört hat? Das ist eine gute Frage. Der musste sofort, er arbeitete noch, eigentlich 100% in der Nacht als Securitas. Und für ihn war klar, er hatte sofort gesagt, ich nehme Urlaub, unbezahlt. Wir haben einen Betrieb, wir haben einen Sohn. Was ich sagen muss, ich habe eine göttliche Schwiegermutter. Ich musste mir keine Sekunde Gedanken über meinen Sohn machen, der... Das Einzige, was war, ist, Mama ist nicht mehr zu Hause, sonst blieb alles gleich. Also er hatte Stabilität natürlich durch deinen Mann, aber auch durch die Schwiegermutter. Genau. Mutter, genau. Und das war für mich eine Last, die ich nicht tragen musste. Weil ich wusste, mein Sohn, dem geht es super. Ja. Und für meinen Mann, der funktionierte einfach. Und ich glaube, bei ihm kam es erst, als ich zu Hause war wieder. Jetzt... Die Ärzte haben gesagt, längere Zeit im Spital, also nichts von sofort nach Hause. Wie muss man sich das vorstellen? Wie ging es nachher weiter? Also ist so, ich kam circa am Abend um 6 in die Insel und um 23.30 Uhr
wurde ich auf Station verlegt. Und natürlich, ich habe nicht geschlafen. Mir ging alles durch den Kopf und ich habe nichts mehr gesehen fast. Ich war fast blind. Und ich wurde innerhalb Stunden inkontinent und konnte nicht mehr laufen. Am Morgen darauf kamen sie mit Cortison. Das wurde alles noch viel schlimmer. Hm. Ich bekam 3 Tage Cortison-Infusion. Hat gar nichts angeschlagen. Und am 3. Tag bekam ich dann eine Plasmafräse, die ich durch den Halskatheter, das Blutplasma, einfach ausgewechselt wurde. Auf dahin habe ich angesprochen, ja. Mhm. Genau. Wie lange musstest du dort bleiben dann? Drei Wochen im Spital. Mhm. Und dann ging es aber nicht sofort nach Hause. Nein, mhm. Ich wurde danach in die Reha Riggisberg verlegt, mhm. da ich auch noch 2 Wochen lernen musste, laufen. Ja, eigentlich wieder. Und Koordination und ja, eine Schafftür aufmachen, ein Tassel herunternehmen, ja. Eigentlich simpel, einfache Sachen, die ich nicht mehr konnte. Eben Dinge, die vorher absolut normal waren, auf einmal. Ich kann mir vorstellen, dass in einer Reha, dass total normal, dass man richtig aufwacht und denkt, ja. Weil dann realisiert man ja, genau. ja wie es wirklich ist. Im Spital selber da wurde ich jeden Tag durch die halbe Insel gestoßen und von einem Termin zum anderen. Aber als ich in die Reha kam und da so mit meinen Therapeuten auf einer Matte lag, da kam alles hoch. Und da wurde mir bewusst, warum ich eigentlich hier bin. Mhm. Und da kam ich so in eine, wie sagt man das, so in ein ganz, ganz tiefes Loch. Mhm. Und da bekam ich auch das erste Mal richtig Hass auf Gott. Ja. Man muss vielleicht sagen, und das ist, denke ich, auch noch wichtig, dass wir das hören, 2016 ist eure Tochter nach der Geburt gestorben. Genau, die hatte einen ganz schweren Herzfehler. Mhm. Also die Ärzte, ich muss sagen, die Ärzte sagten uns das schon im 5. Monat, mhm. treib dieses Kind ab. Und wir haben gesagt, nein, das ist nicht in unserer Hand. Mhm. Vielleicht täuschen sich die Ärzte, sind auch nur Menschen. Und diese Rahel, haben wir sie getauft, kam auf die Welt, sie hat uns angelacht und mit den Händen gespielt und durfte 1 Stunde nach der Geburt auf meinem Bauch wieder einschlafen und nach Hause gehen. Und dann 2017? Dasselbe, ja. Das war unsere Tochter Lilly. Auch dort wurde uns geraten, dieses Kind abzutreiben, was wir natürlich nicht machten. Mhm. Und bei Lilly war es so, die war Hirntod. Und man sah ihr aber nichts an. Es war ein wunderschönes Mädchen, als auf die Welt kam. Es lebte auch noch. Wir durften wirklich bei beiden Mädels sie begrüßen, aber mit dem Gedanken oder mit dem Wissen, sie gehen jetzt nach Hause wieder. Ja, aber ich kann mir vorstellen, Fabienne, wenn man dann so, das war ja dann 2019, die Geschichte mit MS, fortgeschrittenes Stadium auch, dass dann alles nochmal hochkommt. War das bei dir dann auch so? Du hast gesagt, das war ein tiefes Loch und auch Hass auf Gott und hast gehadert, oder? Mhm, sehr. Mhm. Aber was mir so im Nachhinein, wenn ich so über meine ganze Sache so drüber nachdenke, fällt mir schon ein, ich habe oft auch im Krankenhaus und in der Reha irgendwie immer wieder Gott gehört oder immer wieder, ja, da ist doch jemand und so. Und ich wollte das wie ignorieren, weil ich dachte, weißt du was, du kannst mich mal, echt. Du hast mir meine 2 Töchter genommen, jetzt nimmst du mir auch noch meine Gesundheit. Bleib, wo du bist. Ja, wir kommen ja dann, es gibt ein gutes Ende in dem Sinn, auf jeden Fall, sonst wärst du ja auch nicht bei Wunder heute TV. Für mich ist das manchmal so erstaunlich, dass Leute dann denken, Gott hat das getan. Er hat es jetzt und er hat das da uns eingebrockt, aber da kommen wir dann noch darauf zu sprechen. Wie war denn nachher die Diagnose der Ärzte? Was haben Sie dir für Zukunftsperspektiven aufgezeigt? Mein Neurologe, als er zu mir ins Zimmer kam, hat er heimlich hinter meinem Rücken meinen Mann angerufen und ihm gesagt, er müsse einen Platz für ein Heim suchen, ich könnte nicht mehr, ich werde nie wieder gesund. Also das war ja auch eine
Hammerdiagnose, kann man sagen. Genau. Mhm. Aber als mein Mann mir das gesagt hat, das weiß ich noch, ich habe gelacht und gesagt, weißt du was? Nee, ganz sicher nicht. Und von dort an bekam ich irgendwie so ein paar Tage so Motivation zu kämpfen. Und es war so ein Auf und dann kam doch wieder dieses Ab, einfach dieser Bergsturz, ja. Und du hast ja auch heftig auch Medikamente genommen. Mhm. Das heißt, wie viele Tabletten hattest du? Ich musste jeden Tag fast 26 Tabletten nehmen, ja. Schmerzmittel und. Ja. Dass du deinen Tag überhaupt prestiert? Genau. Also ich musste morgen um 5 überstehen. Uhr schon meine ersten 2 Tabletten nehmen, für um 7 Uhr aufzustehen. Ja. Mhm. Das ist eigentlich auch krass. Und ja. Physio und, gell? 3-mal in die Woche Physio und. Ich glaube, es wäre nicht mehr lange gegangen nach Psychiater. Und, also ich muss sagen, gegen Ende, bevor ich diese Heilung erfahren habe, war ich oftmals, saß ich am Tisch und dachte darüber nach, vielleicht könnte ich einfach gehen. Also gehen, das heißt jetzt suizidal? Ja. Ja. Das heißt also auch Gedanken, genau. Selbstmord? Also ich dachte oft darüber nach, weil ich sah, wie mein Mann litt, wie meine Familie litt. Ich bekam teilweise Gespräche mit, und die ich nicht hören sollte. Und weil mein Mann auch nicht mehr wusste, wie mit dieser Situation umgehen. Oder? Ich sah mein Kind, das ich gerne erwachsen sehen würde. Ja. Natürlich, absolut nachvollziehbar. Ja. Dass man sich auch Gedanken macht und dass man dann eben diese Hoffnung, dass die irgendwie wie weg ist auch. Und ich bin so froh, hast du es nicht getan, natürlich. Jetzt, dann ist Folgendes passiert. Ihr habt einen Familienausflug gemacht. Ja, genau. Und erzähl uns davon, weil ich finde das so speziell. Ich möchte dann noch so einzelne Punkte da rausarbeiten. Also es ist so, mein Mann, ich hatte eine Glatze, ich hatte meine Haare verloren. Ich habe ja Chemo gehabt, also immer noch Chemo gehabt. Nein, immer noch nicht, aber ich hatte Chemo 2-mal im Jahr. Und danach hatte ich eine Glatze und ich war down und so. Und dann hatte mein Mann gesagt, du musst dich nicht schämen, wir gehen mit dem Auto, machen eine kleine Fahrt. Zuerst wollte ich gar nicht. Danach hat er mich überredet. Und dann, ja, kamen wir so bei einem Bauernhof vorbei. Ich liebe die braunen Kühe. Das ist einfach, das schlägt mein Herz höher. Und dann sah ich original braune Kühe, vielleicht 20 Kühe mit Horn, wunderschöne Glocken an, einfach ein Bild. Ich bin sprachlos. Also richtig schweizerisch, ja, oder? Ja, genau. Und danach habe ich gesagt, stopp halt, ich will hier sein und diese Kühe einfach bewundern. Gut, wir sind da gestanden, vielleicht eine halbe Stunde oder so, und dann kam der Bauer. Kam so mit uns ins Gespräch und so. Und dann erzählte ich von meiner Krankheit und so. Und plötzlich sagte er so, ja, du könntest ja für dich beten lassen. Weißt du, Gott, der liebt dich. Und ich dachte nur so, hallo, geht's noch? Kennst mich ja gar nicht, ja. Geh doch für dich beten. Geh so in einen Heilgebetsabend oder also im Namen von Jesus, oder? Genau, im Namen von Jesus Christus, ja, ganz genau. Gut, ich ging nach Hause, ich besprach das beim Nachhause von meinem Mann und so. Und er war auch nicht abgeneigt. Ich habe da nicht mehr viel drauf gesagt, aber der Gedanke ließ mich einfach nicht mehr los. Das war eigentlich im Nachhinein so, wie Gott sagte, komm, ich warte auf dich. Ich beweise es dir. Darf ich da ganz kurz, ich finde das so spannend. Ich meine, wir haben gehört, du bist leidenschaftliche Landwirtin, du liebst Tiere. Gott gebraucht eine Kuhherde. Dort fängt die Geschichte so richtig an. Ja. Er gebraucht die und dann gebraucht er einen Bauer, der dir sagt, lass doch mal im Namen Jesus Christus für dich beten. Was für ein Gott. Also extrem. Ich finde das so, so speziell. Und ja, du hast da ein bisschen recherchiert. Ich bin da, mein Mann war im Bett, er kam von der Nachtschicht nach Hause, ich hatte das Nadel und dann dachte ich, ach ja, ich könnte ja mal im Internet so und so. Und dann, beim ersten Klick kam ich auf Andreas Straubauer.
tun. Hast du Heil, Heilung, Wunder und so eingegeben? Heilgebet oder irgendwie, ja. Ich weiß nicht mehr genau, was ich alles da, ich habe da vielleicht 1000 Sachen eingegeben. Ja. Und dann kam ich auf Andreas Straubar, ich habe seine Geschichte gehört im Internet und habe mir da so Informationen geholt von ihm, habe es wieder weggelegt, das Nattel, und doch habe ich das Gefühl, doch, ich sage meinem Mann aber nichts, mache einen Termin ab. Ich sage ihm einfach, ich gehe irgendwo hin. Aber das wäre nicht der richtige Weg gewesen. Ich sagte nachher, du Schatz, ich habe einen Termin gemacht bei jemandem, der für mich betet. Mhm. Und ich dachte, da kommt vielleicht ein Nein, warum und so. Er sagt, okay, super, finde ich genial. Ich war perplex und freute mich irrsinnig auf dieses, auf diesen Moment. Das war fast wie ein Kleinkind, das auf sein Weihnachtsgeschenk wartet. Wirklich, ich habe mich so gefreut. Ging dorthin und ich war noch ein bisschen zu früh dort, ich war nervös, witzige Hände und ja, wirklich nervös, und ist das der richtige Weg, was kommt auf mich zu und so. Bist du ins Büro? Einfach? Ja, ja. Mhm. Und dann ging ich dort drauf und so, und dann sah ich diesen Andreas und ich dachte, oha, ja, ich war einfach, ich kann nicht sagen, was ich gedacht habe, einfach so, okay, komisch, okay. Dann ging ich ins Büro rein, ich erzählte ihm meine Geschichte. Und nachher fasste er mich, ich weiß nicht mehr genau wo, ich glaube am Kopf an, und betete für mich. Und was ich da erlebt habe, das musst du erlebt haben, sonst lachst du über mich. Als er die Hand auf meinen Kopf hatte und er betete, ich spürte so eine Wärme. Eine Liebe, wie ein Auffangen, wie wenn ich vom Berg stürze und unten ist ein Trampolin oder eine Matratze. Und ich war so frei. Gut, ich sagte danke, oder? Ging aus diesem Büro raus. Hey, und ich dachte, ich spinne. Meine Knie, die haben nur noch so gemacht. Alles hat gezittert. Ich musste im Badzimmer auf dem WC schauen, ob ich rot war, weil ich dachte, ich verbrenne. Und danach ging ich ins Auto und ich musste einfach nur noch weinen, weil ich Angst hatte, bei was für einem komischen Kerl war ich da. Und ich hatte wirklich so eine Angst. Und dann wollte ich meine Tabletten nehmen und ich hatte solche Schmerzen. Aber ich fand sie in der Tasche nicht. Und das machte mich so wütend. Und dann bin ich irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie ich nach Hause gefahren bin, weil ich brannte einfach. Zu Hause habe ich wieder eine Tablette nehmen wollen, aber ich habe die Schublade nicht aufgemacht. Diese Schublade dort, ohne Schloss, ich brannte sie nicht, ich habe sie nicht aufgemacht. Konntest du sie nicht aufmachen? Nein. Aha. Das ist einfach, wie jemand von innen gezogen hätte. Nein, du brauchst sie nicht mehr. Gut, ich ging raus, erzählte dieses meinem Mann und er strahlte. Sonst hat er nichts gesagt, er strahlte einfach. Und plötzlich habe ich gemerkt, hey, was geht hier ab? Ich habe keine Schmerzen mehr. Ich habe keine Rückenschmerzen mehr. Und das Beste war noch 2 Tage später, ich habe so eine spezielle Brille, wo vielleicht 3-4 Gläser ineinander verarbeitet sind. Die hast du da gebraucht während dieser Zeit? Von ja, ja. Ich habe sonst nichts gesehen. Ja. Hey, und ich ging, da war ja die Zeit von Corona, ich musste eine Maske tragen, ich ging ins Dorf, wollte einkaufen und ich dachte, warum habe ich nicht, lauft mir meine Brille nicht an? Ich mache so und merke, hey, ich habe die Brille gar nicht an. Ja, und ich habe in diesem Laden gestrahlt, ich hätte die ganze Welt umarmen können. Ich kam nach Hause, meine Schwiegermutter war am Kochen, ich sagte, hey, Mutter, ich habe keine Brille mehr. Ja, ich war so. Und bei der anderen hast du ja doppelt gesehen, darum brauchtest du sie. Ja, ich konnte nicht sehen. Und jetzt, wenn ich die Brille anhabe, ich sehe nichts durch diese Brille mehr. Also vollständig geheilt auch. Ja, absolut. Ich bin wie ich einfach am 31. Mai 2021 bekam ich noch einmal ein neues Leben geschenkt. Das ist so gewaltig. Und ich habe ja bei der Einleitung habe ich gesagt, geheilt von MS, Multiple Sklerose und mehr. Und das mehr, das bezieht sich auch noch auf diesen Punkt. Du konntest ja auch Frieden mit Gott schließen. Ja. Das heißt, das hat deine Situation komplett verändert.
Andreas Strauper hat dir ja erzählt. Nein, das ist nicht Gott, sondern er liebt dich von ganzem Herzen und das sicher nicht will er dir eine Krankheit anhängen. Also ich finde das ganz wichtig, dass er das auch gesagt hat. Genau. Und dann hast du dein Leben nochmal ganz neu in Gottes Hand gelegt. Genau. Ich habe mich entschieden, mein Leben echt Gott abzugeben. Ich habe mir nichts sehnlicher gewünscht, als meinem Gott im Himmel die Hand zu reichen und zu sagen, hey, Jesus, nimm mich bei der Hand und leite mein Leben. Du hast dann auch noch so einen Schritt folgen lassen, genau, indem du eine Erwachsenentaufe vollzogen hast. Warum hast du das gemacht, Fabienne? Weil ich einfach so eine überzeugte Christin bin. Ich habe so viele Tiefs erlebt und das tönt vielleicht jetzt echt doof, aber ich bin so dankbar für das, was ich erlebt habe. Wenn ich diese Scheiße nicht erlebt hätte, ich wäre nicht die Fabienne, die ich heute bin. Wir würden nicht zusammen hier sitzen. Und ja, ich habe im 2009 meinen Mann kennengelernt, auch durch einen Schicksalsschlag von zu Hause. Ich bin zu Hause ausgezogen, mit nicht guten Verhältnissen mit meinen Eltern. Kam hier ins Nirgendwo, habe meinen Mann kennengelernt. Und ich sage dir, Andreas, das ist ein göttlicher Mensch. Auch da wurde ich geführt, schon da wurde ich geführt von einem Mann. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ja. Und das finde ich so gewaltig. Das eine ist ja, ich würde jetzt mal sagen, du hast ein Wunder erlebt, weil das war ja eine Instant-Heilung. Von daher, dass man wirklich sagen kann, ein Wunder. Manchmal ist es ja ein Prozess, eben eine Prozessheilung, dass es länger geht. Aber bei dir war das echt so nach diesem Gebet. Die Kraft Gottes, die kam so stark in dich hinein. Aber was ich so schön finde, ist, dass du dann eben auch gesagt hast, mein Leben gehört dir, Jesus. Er hat ja auch alles gegeben für uns. Und du hast gesagt, alles gehört dir. Hier hast du mich mit Haut und Haaren. Das finde ich so schön. Und man sieht es dir an, du hast ein Strahlen. Du hast mir auch gesagt, es geht dir blendend heute. Wenn wir das jetzt vergleichen, 2019 und heute, dann können wir wirklich nur sagen, Jesus, wir geben dir alle Ehre. Es ist so gut, dass wir dich haben. Genau. Ja, Fabienne. Und ich freue mich, dass du das nicht für dich behältst, sondern gesagt hast, ich möchte, dass andere Menschen das auch erfahren. Egal wie Schicksalsschläge, was auch vorgefallen ist. Darum machen wir dieses Interview. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Fabienne. Ich danke dir. Für dieses Gespräch. Und wir glauben, dass es auch Ihnen Hoffnung gibt. Und vielleicht sagen Sie, diesen Jesus, so wie die Fabienne das erzählt hat, kennt sie gar nicht. Vielleicht hadern Sie auch noch mit Gott. Aber dieser Beitrag, der soll Sie auch ermutigen. Für Jesus ist nichts unmöglich. Absolut nichts, das haben wir jetzt gehört. Was er getan hat, ist so gewaltig und wir können ihm nicht genug Danke sagen. Wenn Sie Fragen haben, dann schreiben Sie uns oder auch ein Gebetsanliegen. Und wir blenden auch noch die Adresse von Andreas Strauper ein. Zusammen mit seinem Team ist er immer wieder unterwegs. Er macht Veranstaltungen, die nennen sich Heil und Heilung. Und wer weiß, schauen Sie mal rein. Gott wird auch Ihnen helfen. Da sind wir fest überzeugt. Warum? Weil er Sie liebt. In dem Sinn, Gottes Segen und schauen Sie bald mal wieder bei uns vorbei.